Hey Leute, willkommen zurück zu Daylight. Okay, weiter geht's im Gruselwald der Jahreszeiten. Oh, hier kreischen die ganze Zeit irgendwelche Viecher rum, ne? Und ich brauche noch... Nee, drei Relikte. Eins habe ich ja gesammelt letztes Mal. Was ist das hier? Ist das Schlick? Ah! Ah! Nein! Nein! Hol die Fackel! Oh, lalalala. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich laufe mal kurz ein Stückchen. Da vorne, ich will an das runde Teil. Oh, die Schnauze, alter Mann. Wer auch immer du bist, das ist mir egal. Oh, sieht das cool aus. Oh. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Hau einfach ab. Oh, da hängen ja lauter Leichen. Alter Schwede, die haben sich hier erhangen, oder was? Oh, da sind sie wieder weg. Natürlich. Hier das Nebelhorn. Ist das die Fähre? Ich hab dich gesehen und ich weiß, dass hier... Ja. Sehr gut. Nimm den Mist. Genau. Es werden immer mehr, oder? Das ist nicht nur eine gerade. Haut ab. Haut ab, haut ab, haut ab. Ja, 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 ja. Oh, geht doch weg von mir! Ground and choose your own ground. Halt die Schnauze, ich suche mir jetzt kein Grab aus. Oh nein. Oh, was steht denn da? Nein, geh weg! GNC Investments, Datum 4. April 1986. Betreff Jesse Francis. Mr. Francis ist in die Grube gestürzt, in die wir kurz zuvor Zement geschüttet haben. Er lebt, aber er wurde in die Notaufnahme des Mid Island Hospital gebracht, um seine Lunge auf Rückstände zu überprüfen. Sein Ersatz soll morgen eintreffen. Empfehle den Einsatz von Wachpersonal, da dies bereits der dritte Vorfall war, bei dem jemand auf unerklärliche Weise gestürzt ist. Fange an zu glauben, dass sie gestoßen wurden. Oh. Ja, ich glaub's auch so langsam. Irgendwas ist hier ganz, ganz faul gewesen. Und ist immer noch faul. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, komm, komm. Ist da was? Nee. Ich laufe jetzt erstmal den Rand entlang. Ich weiß ja, wo ich Fackeln kriege im Notfall. Hau ab. War das eine Nonne schon wieder? Sind die Nonnen hier auch verflucht worden? Wurden ihnen die Augen geraubt? Und dann kamen die Krähen und... Ich weiß es nicht. Da geht's weiter. Halt die Schnauze, Alter. Ohne Witz. Du machst mich ganz kirre. Das ist alles so... so kryptisch. Geh doch weg von mir. Ich habe hier gar nichts getan. Oh, meine Güte. Komm, Sarah. Halt durch. Ich hol... Oh. Oh. Komm, Sarah, Mädchen. Du bist mein Mädchen. Wir halten das zusammen durch. Wir schaffen das. Was ist das denn? Ach, guck mal, da ist wieder der Raum da. Wo komme ich denn Schlüssel dann? Ah, hau ab! Hau ab! Blöde Kuh, ey, jetzt wirklich. Ja, wenn du meinst. New Kipling Herald. Bodentests führen zu neuem Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während der für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von GNC Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet der Bauarbeiter Wilson Warner unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt, es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. GNC Investments hat sich noch nicht dazu geäußert. Ja, das kommt nie gut. Oh, der Jabberwocky, der kann mich mal gerne irgendwo in den Po kneifen. Ist da noch was? Nein. Nein, nein, nein. Oh, das Rot tut mir so in den Augen weh und ich bin eh so müde. Ich bin so müde. Warum nehme ich denn überhaupt noch so auf, so spät? Ja, weil ich Videos brauche. Das ist schön, ne? Bleib doch weg! Ich will nicht jedes Mal eine Fackel zünden. Das tut mir mehr weh als dir. Hau ab! Ja, tut's.
Da vorne ist noch was, so ein kleines Pünktchen auf der Karte. Ein kleines Pünktchen. Da ist es. Ah! Lass mich doch in Ruhe, du blöde Sau! Soll ich da reinspringen, ne? Wäre auch schön, ne? Einfach mal so in den Brunnen springen. GNC Investments, zu Händen aller Vorarbeiter. Bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüter durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihre verlässlichsten Mitarbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GC Investments. Ah! Was ist hier, du Arsch? Bitte erzähl mir nicht immer so einen Mist. Der Jabberwocky, das Monster, es ist hier. Deine Bestimmung, Schicksal, Krähen, Vögel. Ist es? Ein Püppchen. Ein Püppchen. Oh. Schiffs? Ah, das ist die Puppe von dem Mädchen. There is no escape. I can see that. Oh, die Schatten kommen, finde den Ausgang. Ja, ich mach so. Welche 12? Und warum bin ich die... Bin ich die 13? Oh, ja, sind er mir. Nein, nein. Geh doch weg. Da vorne. Ah, da kommt schon wieder. Rechts von mir. Nein. Lauf, Sarah. Wir schaffen das. Ich will jetzt nicht... Da. Bist du Mistvieh? Guck mal, die Puppe, wie sie zittert. Oh, schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ein Speicherpunkt. Wie lange nehme ich auf? Ja. Also im Moment geht's eigentlich, aber Folge 3 und 4, das waren die schlimmsten, glaubt's mir. Das war richtig übel. Da war ich so kaputt, nervlich danach. Ich konnte schlafen wie ein Baby, aber ich war kaputt. GNC Investments, zu Händen aller Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bauern mit Island Hospiz zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von GNC Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Wahrscheinlich ist die Bodenprüfung doch nicht so toll verlaufen, hä? Ah! Oh, warum baut ihr das Hospital auch auf einem Indianerfriedhof, hä? Könnt ihr mir das mal erzählen? Geht's da rauf? Aber warte mal erstmal hier den Zettel. Das macht man nicht. Ah! Oh, da ist noch was. Auf Indianerfriedhöfen buddelt man nicht, das aus Prinzip. New Kipling Herald, GNC Investments Bericht, Hospizprojekt ab 18. April 1987. Schlechte Neuigkeiten für New Kipling. GNC Investments hat das Hospizprojekt auf Mid Island unvermittelt eingestellt. Der Sprecher des Unternehmens, Tom Miller, hat den Einwohnern von New Kipling mitgeteilt, dass aufgrund des unsicheren und unberechenbaren Zustands der Erde GNC den Bau nicht weiterführen werde. Würde. Neben dem Abbruch des Hospizprojekts stellt GNC Investments auch jegliche finanziellen Zuschüsse für die aktuell laufende Renovierung des Mid Island Hospital ein. Das gesamte Personal wird von der Insel in andere Einrichtungen überbracht und das Krankenhaus wird erneut geschlossen. Oh Mann. Tut mir halt leid für die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, aber ich glaube, im Endeffekt war es auch schon besser. Wenn man überlegt, was hier noch alles passiert wäre, wie viele Menschen umgekommen wären dabei. Das ist schon vernünftig. Guck mal, da geht sogar runter. Oh Gott. Kannst du das mal nehmen? New Kipling Herald, GNC Investments Bericht, Hospizprojekt ab 18. April 1987. Über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, reagierten die Einwohner positiv.
Die 65-jährige Gladys Stone Sound etwa meinte, seit diese Männer angefangen haben, auf Crow Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass es Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crow Island hat diese Neuigkeiten gefeiert. Jennifer Flocker, die Gründerin der Gruppe, hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner von Bewohner New Kiplings ein Ende der Tragödien auf der Insel erwarten. Oh Leute, sag ich, da runter, da vorne ist doch noch was. Warte mal, ein bisschen Licht. Nicht, dass ich jetzt abnipple. Aha. Ist ja süß. Ein Kreuz. Oh, guck mal. Ich krieg hier Schaden, glaube ich. Seht ihr? The Blackness. Nicht Darkness. Die Schwärze, nicht die Dunkelheit. Habt ihr aber nicht gut übersetzt, Freunde. Ah! Was, Särge? Geh doch weg von mir. Oh, da ist noch ein Sarg. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Nee, da komme ich nicht durch. Oh Leute, muss ich an diesem Sarg vorbei? Ich habe überhaupt kein Verlangen danach. Überhaupt kein Verlangen. Nicht im Geringsten. Nicht das Mindeste. Na komm. Mein Kletteraffe. Mein kleiner, süßer Kletteraffe. Und nochmal rauf. Und... nichts mehr zu lesen da. Hier war doch was? Nee, gut, hier war gar nichts zu... Ah, doch. Ich hab's nur vermutet. Brian, wie angeordnet hat das Team die Arbeit wieder aufgenommen und mit dem Entfernen der Überreste begonnen? Während wir zunächst von nur einer Leiche ausgegangen... Während wir zunächst nur von einer Leiche ausgegangen, haben wir inzwischen mehr entdeckt. 12, um genau zu sein. Die Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zufällig geordnet zu sein. Aber wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leichen mit dem Gesicht nach unten in ihre Särge zu legen. Ich habe die Überreste an einen sicheren Ort bringen lassen, damit sie keinen neugierigen Blicken ausgesetzt sind. Aber die Arbeit wird sich etwas verzögern, da ein paar Leute aus meinem Team an einer Art Fieber leiden und ins Krankenhaus mussten. Die Ärzte sagen, der Auslöser sei ein Pilz, aber die Leichen sind sauber und merkwürdig gut erhalten. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange sie schon hier herumliegen müssen. Man muss sich nur ihre Kleidung ansehen und einer von ihnen wurde mit einer Bibel begraben. Darauf stand, für Mary, möge Gott dir gnädig sein. 1666. Joe. 666. Number of the Beast. 666. Hat das was zu bedeuten? Oh, oh Gott, ich hab schon irgendwas. Liegt hier noch irgendwo was? Die Blackness. Black Magic Darkness. Joe, nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir können es einfach vergessen können. Brian. Okay. Ich weiß nicht, ob man das alles vergessen kann. Ah! Lauf, 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 lauf! Okay, ist alles gut. Ich hab's überlebt. Ja, moin, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Komm, ich schmeiß das Ding mal wieder weg. Ach, das ist eine Plane. Ich dachte eben, da lebt was. Oh, wie gut das aussieht. Das sieht fast schon realistisch aus. Der Teil. Jetzt hier noch was? Ah, ich glaube, ihr Schicksal ist es hier zu sterben. Oder... missinterpretiere ich das jetzt? Wenn die 12 tot sind und sie noch als einzige lebt, dann ist es wohl echt ihr Schicksal herzukommen. Und vielleicht sind die anderen 12 ja diese Geister, die wir andauernd sehen. Und die wollen sie immer wieder ins Grab zerren. Und ja, vielleicht ist sie ja schon tot, aber ein verirrter Geist. Man weiß es echt nicht, Leute. Nur dieses moderne Setting mit dem Handy macht mich halt so ein bisschen stutzig. Die Ecke vor allem lives in all
Oh, ich glaube, sie hat lange Haare, oder? Ja. Der Schatten zeigt es zumindest so ein bisschen. Liegt da noch was? Oh Mann, wie weit geht es denn noch? Aha. Rundherum, rundherum. Mal die Klappe, Mensch. Du machst mir echt Angst. Bin ich denn jetzt hier gelandet schon wieder? Was ist das für ein Ort? Die geht auf. Die ist natürlich zu. Und hier ist auch Ende. Das heißt, hier geht's rein. Was ist das hier? Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Ja, schon wieder dieses Bild. Das ist irgendwie unheimlich auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß auch nicht. So minimalistisch, aber trotzdem. Ach, guck mal, diese Wand, die kennen wir doch von Dr. Mercers Büro. Da hat ja auch einer wieder so eine Collage angefertigt. Was ist denn hier noch alles? Da muss doch bestimmt noch was liegen. Nicht zum Lesen. Hier ist gar nichts mehr. Warum gibt es hier keine Texte mehr? Das wundert mich alles so ein bisschen. Warum, warum? Oh, wenn ich hier was sehen würde, es ist so dunkel. Ist mir leid. Ah! Warum geht die Tür einfach zu, Mensch? Geht nicht auf, na toll. Bist du denn? Wer seid ihr alle? Sind das die 12? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe. Ich würde es gerne verstehen. Aber ich kann mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Was. Ne? Kann ich nicht. Ja, ich wusste es, da ich die 13 bin. Mid Islands Hospital, Patientenaufzeichnung. Datum 4. April 1988. Akte Patientin 13. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987 in diesem Krankenhaus, steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles Mögliche, uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könnte sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katatonie. Wie sollen wir je ein Zuhause für sie finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Gwyn. Möchtest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst, und nicht zu dem Produkt deines Erbes? Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother, screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in. Knowing in spite of it all, they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you.
cast you in light. And yet, the darkness, you know, the blackouts, the blackness so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. Kept you being you, even when you didn't know who you really were. Was? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Hat sie uns vor unserem Schicksal bewahrt, was uns jetzt trotzdem wieder einholt? So. Infection, Sickness, Disease. Okay. Das sind die 13 Hexen. Per Corruption Persecution. Slave mit Isolation, das erste habe ich leider nicht gesehen. Abandon Exposure Disaster. Oh, und jetzt kommt die 13 oder was? Guck mal, die Eingangshalle, da sind wir reingekommen. Lauf, lauf, lauf! Ah! Nein, lauf ins Tageslicht! Nein, 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 nein! Verzieht euch! Nein! Ins Tageslicht! Oh, Daylight! Erwachen! And so, you succeed into the light. Succession to the top of your own burning star. Encircling all 10 in 3. Oh. Okay. Ja, es war jetzt ein bisschen unerwartet, das Ende. Ich meine, gut, es war klar, dass sie die Nummer 13 ist. Das war mir irgendwie schon in Part 3 bis 4 klar. Vorher hat das nicht alles so wirklich viel Sinn ergeben. Krasse Sache. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also, jetzt dafür, dass es nicht so viel Grusel war in den letzten 2-3 Parts. Na gut, 2 Parts, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Es war eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Naja. Ja, lasst mir doch abschließend noch ein bisschen was da, Leute. Schreibt mir was Nettes, gebt mir ein Like auf das Video. Was habt ihr für eine Meinung? Wie würdet ihr das Ganze interpretieren? Ich habe ja schon echt gute Ansätze gelesen. Vielleicht blickt ihr hinter das Ganze. Ich bin sehr schlecht im Interpretieren, von daher überlasse ich das mal gerne euch. Ich fand's interessant. Sie haben viel Potenzial. Einiges davon haben sie auch genutzt. Also allein das Setting fand ich Hammer. Und dieses prozedurale Horrorempfinden, was man hier eingebaut hat. Also dieses Horrorerlebnis, das alles zufällig generiert wird, das finde ich auch super. Man kann es echt mehrmals spielen und hat andere Scares dadurch. Also immer mal wieder gut dafür geeignet, um sich selbst zu erschrecken, finde ich. Naja, Leute, ich gehe jetzt schlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, was auch immer das sein wird. Bis dann!